Machete und dann die Waffe nutzt. Den Und Rest es musst du gibt noch einen selbst craften. Schrittzähler, ne? Den weiß ich nicht, was das ist. Ich glaube, dieser Schrittzähler, der müsste, glaube ich, in der Höhle sein, wo der Tennisschläger ist. So, also hier, wie gesagt, in der Höhle war ich noch nie. Da weiß ich nicht, wo wir hin müssen. So, wird euch warm? So, wieder tauchen. Yep. Ah, okay. Ja, der setzt es automatisch ein, wenn man dann springt. Hat er bei mir eben nicht getan. Felsen. Was für Felsen, der ist das. Mein Gott, hat sich schon mal einer einen Wolf getaucht, ne? Unglaublich. Wenn es mal wieder länger dauert, habt ihr einen Schneekasten. Genau. Nach oben, oder? Ja. Kämpf nach oben. Wo sind wir denn jetzt hier? An einem gemalten Kreuz. Und hier sind auch Pöppeln. Toll. Kev hatte den gleichen Gedanken wie ich. Erstmal. Hier liegen aber die ganzen Bibeln, ja. Ja, genau. Hier sogar eine Bibel zum Mitnehmen. Wo ist eine? Hier. Und noch etwas zum Mitnehmen. Noch eine Bibel. Ja, schon mal ein paar Riegel wieder, ein paar Schokoriegel, das ist schon mal ganz gut. Oh, hier sind ein paar Leuchtpisten, ein paar Leuchtfackeln. Hier ist auch Benzin. Ah, nee, ich kann nicht mehr tanken. Da, schade. Aber hier kannst du wieder warm machen, ne? Hier ist ein Feuer. Oh, ja. Du hast es wieder zu ernst genommen, hä, Kev? Muss mal wieder umrichten auf Feuer. Verdammt, ich muss irgendwo mich gerade wieder. Okay, es geht. Geht aber schon wieder nicht an bei mir, das Feuer. Ich sehe zwar das Lagerfeuer, und hier aber. Ist die Axt. Ist wieder ein Bild von Virginia. Was essen? Boah, hier hinten liegt Alkohol, ey, meine Fresse. Ja, das schmeckt sehr gut. Oh, eine Druckluftflasche lag hier auch rum, Kev. Also wenn du noch eine brauchst. Wo, wo, liegen wo? Noch welche? Ja, hier in der Ecke. Ich suche gerade mal erstmal nach und nach das ganze Zeugs hier ein. Ja, hier ich unten, auch. Hier lag die gerade. Wo bist du denn? Da. Hier in der Ecke, hier unten auf dem Boden, hier. Hier müssten zwei liegen. Habe ich da gerade aufgesammelt. Hier liegt noch etwas. Vielleicht hast du die auch schon eingesammelt, die zwei blauen Flaschen. Kann sein. Hier liegt auch noch eine. Ja, ich habe, ich habe aber alles gut. Aber hier kann man im Prinzip auch mal locker runter, wenn man wirklich mal einfach nur so ein paar Sachen braucht, ne? Ja. Ohne Gegner. Geht auch schnell und ja, könnten wir öfter mal machen. Hier sind auch Kisten mit. Was ist hier drin? Hier ist Stoff ohne Ende gerade wieder auch. Ja. Ich baue mir mal direkt wieder ein paar Brandpfeile, damit ich den anderen Alkohol mitnehmen kann. Erstmal mitnehmen. Guck mal in die Zelte reingucken. So, alles mitnehmen auf jeden Fall hier. Leuchtfackeln gesammelt, jawoll, ja. Zwischen. Also hier ist ja wirklich viel zum Sammeln. Ich komme mal zu dir hier, da wärme ich mich ein bisschen auf. Warum man auch immer den Kanister da neben dem Feuer... Warte mal, geht der Kanister irgendwann hoch eigentlich, wenn der im Feuer liegt? Ich glaube nicht. Ich stell vor, weil so wie die hier gerade stehen... Oh. Brennt irgendwann, aber im Zweifel brennt mal ich. Ich sehe bei mir gar kein Feuer brennen. Ne? Das nein, ist, echt ist total, nicht, ja. Das ist total dumm. Ich müsste mir nämlich eigentlich mal was. Du kannst auch mit dem Feuerzeug dran gehen, aber passiert nichts. Genau. Ich müsste eigentlich mal ein bisschen was brutzeln. Ich habe ja getrocknetes Zeug mitgenommen. Das kannst ja so essen. Ja, das bei mir, das die Sachen, die waren alle noch nicht fertig.
Okay. Ja, im Zweifel baut mal hier das Feuer. Vielleicht geht das. Ja, das geht. Ja, da sehe ich auch geht. Die Flamme. Dann nimm das einfach. Bestimmt auch wieder so eine Horst-Spieler-Anzeige-Problem bestimmt bei den Lagerfeuern. Ich habe keine Ahnung, woran das kommt. Wir hatten das letzte Mal auch schon, dass du ein Lagerfeuer vor dir gesehen hast und wir haben da einfach nichts gesehen. Auf dem Floß das, ne? Mhm. Oh genau, Liege anbrennen hier, geil. Ja. Hm? Gibt's denn hier unten in der Höhle sonst noch was? Eigentlich nicht. Nur in der Endhöhle gibt den Händelschläger, den Schrittfeder mit Sicherheit und... Wie macht es denn hier oben noch? Hier oben noch irgendwas? Da geht's wieder Richtung zu den Katana. Hier geht gerade ein Tor auf. Wo geht ein Tor auf? Hier bei mir. Mach gerade mal ein bisschen hell. Hier ist gerade ein Tor aufgegangen. Ja. Dann sollten wir das mitnehmen. Nehme ich mal gerade mal doch lieber die moderne Taschenlampe. Aber hier ist auch nur eine Pfütze. Hier kannst du die ganzen Dings hinlegen. Ja, das ist, wenn du von der anderen Seite kommst, damit das Tor aufgeht. Ah. Okay. Da kannst du noch Steine oder so drauflegen halt. Hört ihr das nicht gerade selber? Mal ganz leise sein. Du meinst dieses Ja, ja. Ist hier wieder was zum Tauchen? Ich tauche hier mal durch, jetzt einfach mal ganz rot. To-Do-Liste hinzugefügt, etwas. Ich habe das blöde Gefühl, was da gerade so schnarcht oder was auch immer da so atmet, ist, dass das wieder so ein Lebewesen ist. Dass er wieder ein richtig schöner großer Gegner ist oder so, keine Ahnung. Ich frag mal, was hier auf der anderen Seite ist. Nicht, dass wir jetzt hier schon zum Endgegner schwimmen. Weil die Höhle kenne ich auch noch nicht hier. Ich wusste gar nicht, dass hier eine Ich höre hier Babys. Ja, bei mir. Ja, ich sehe schon. Ihr Mörder! Ja. Hier liegen noch ein paar Leuchtfackeln und Alkohol und so. Oh, Soda ist geil. Gut. Mir ist schon wieder kalt. Mhm. Ja. Du weißt aber schon, wo es hier hingeht, oder? Mit wem sprichst du? Mit hier ja. Distant? Ja, ich weiß, wo es hingeht. Gut. Nicht, dass uns jetzt hier einfach irgendwas total überrascht. Also ich war hier, glaube ich, noch... Taucherausrüstung. Ah, das ist sozusagen jetzt die andere Seite, okay. Ah, Steifi, ey, wie geht's, Junge? Alles klar noch, Mensch? Bitte was? Mensch, aua. Wie geht's dir, hä? Du bist ja immer noch hier an derselben Stelle. Hältst hier die Stellung, ja? Mann. Guck mal an.
Ja, das ist auf jeden Fall zwischendurch eine schöne Runde, um ein paar Sachen einzusammeln, ne, die einzeln. Mhm. Wenn es jetzt noch ein paar Schokoriegel geben würde und ein paar Medikamentenbürstchen, dann wäre es perfekt. Ist das jetzt hier nicht die Höhle, wo wir jetzt drauf zugehen, wo wir letztens mit der Virginia so zu kämpfen hatten? Weiß das nicht. Nee, ich glaube, das ist die nicht. Ich glaube, bei der Virginia weiß ich nicht, wo das war, aber ich glaube nicht, dass das hier war. War das nicht eh so in den Höhlen, dass wenn du die Gegner getötet hast, dann sind die weg? Nee, anscheinend nicht, weil ich höre doch schon einen. Ich wollte gerade sagen, kommen die nach dem neuen Einloggen wieder? Obwohl, hier können wir doch hoch. Das müsste der Ort sein, wo wir ja in der Kalk gemacht worden sind. Ich habe eh das Gefühl, dass wir nicht alleine sind. Ich habe auch schon wieder so ein Kreischen gehört. Das Kreischen, das meine ich nicht. Ich meine, dass wieder, dass das ziemlich nah irgendwie wieder was am Atmen ist oder so. Ach, ich befürchte, alles klar. Ich glaube, wenn wir, war das nicht, wenn wir hier hochkommen, dass da die Virginia ist? Habe ich doch gesagt, dass das die Höhle ist. Also ich gehe da jetzt hoch und renne sofort nach rechts und wieder raus. Ich versuche das. Scheiße, ich höre das. Ja, aber gerade sagen, doch, ihr habt recht. Die steht doch bestimmt, die steht da direkt davor. Geh runter, komm runter. Ja. Vielleicht sollte man den ganzen Weg wieder zurück. So haben wir doch klar, dass das die Höhle ist. Wie viel da? Warte, hochschießen kann man nicht, ne? Schöne Beine aber. Bitte was? Ja, ja, die steht da oben, okay. Hält aber da nochmal hochzurennen, macht keinen Sinn. Ohne runterzufallen. Schade, dass die nicht da runterfällt mal. Oh, oh. Hab ich dich jetzt geschubst? Ich lebe noch. Ah, ich hab dich nicht geschubst, oder? Ich weiß es nicht, aber ich hab's überlebt. Ja, also jetzt den ganzen Weg wieder zurück, oder wie sehe ich das? Ja. Ja, wäre unsicherer, ne? Ja, ich glaube auch. Oh, na, was macht ihr denn da jetzt? Also ich lebe auch noch so gerade. Ist auch noch gefallen. Die haben praktisch das gleiche gemacht wie bei der Kletteraktion. Die sind einfach abgestürzt. Ach, hier müssen die runter, oder was? Ja. Ja, ja. Wir müssen jetzt wieder zurück, weil mit der Virginia wollen wir uns da oben nicht anlegen. Das ist eine schlechte Stelle. Ich mache jetzt mal ein bisschen Licht. Ja, hier muss jetzt eh tauchen. Schaffst du es vielleicht für den Kannibal angefressen? Also so. Oh ja, das hier da. Das sind aber auch manchmal ganz schöne Tauchetappen. Ne, definitiv. Ja. Hättest du übrigens auch ruhig zwischendurch mal auftauchen können, Kev. Da wäre gerade eine Luftlücke gewesen. Ich weiß, bin ich doch. Ich musste, weil meine Druckflasche war schon wieder fast alle. Will die einer hier direkt aufwärmen? Oh ja, das war gut. Okay, sehr unlogisch. Irgendwas klopft hier.
Also irgendwie ist hier irgendwo in der Nähe was ziemlich Großes. Ist mir auch schon aufgefallen. Ist mir eben schon aufgefallen, dass das irgendwas war, ja? Müssen wir hier nicht auch schon wieder tauchen? Ja. Okay. Dann seid ihr weit hinten. Wo bist du überhaupt? Du schaffst auf den Ausgang. Und wir tauchen, wie schön. Ich hatte noch auf die Jungs gewartet, nicht, dass sie sich wieder verlaufen. Das ist immer mein Job so ein bisschen. Da hatten wir doch das letzte Mal schon festgestellt, dass wir die Doofen sind und ihr die Intelligenten. So. Die Aufteilung hatten wir doch schon. Ja. Ihr seid die Sammler, ihr habt die größeren... Was? Orientierung. Die Mädels. Auf Hause sind meistens die Sammler, die Männer sind die Jäger. Das Einzige, was du jagst, sind Feuerstellen, die du dich verbrennen kannst. Nochmal, die Aufnahmesession hat damit begonnen, dass du dich verbrannt hast. Warum stecke ich in irgendwem im Hintern? Du bist Arschbecher. Nein, das bin ich ehrlich gesagt nicht. Mal kurz aufwärmen hier. Kommt er raus aus dem engen Loch. So, ich mach mal drin das Feuerchen an, wa? Und es ist taghell, yay! Ach, Feuerchen brauchen wir gar nicht. Mal eine Runde essen hier. Ich mag das gar nicht, ey. So. Ein bisschen Wildschweineleder wäre auch mal nicht schlecht, dass man sich schon ein paar Sachen bauen kann. Oh Gott, das ist so quick. Alter, was wir auch immer hier für eine Vögelinvasion hier auf unserem See haben, ist unglaublich. Ticken zu hoch. Ich hier an diesem See Fische fangen, hier wo das Haus drauf steht, ne? Das ist eine echte Herausforderung. Ja. Vom Hausboot, glaube ich, geht das ganz gut, aber so ist es immer ziemlich, weil die auch immer nicht genau nicht dort sind, wo du rankommst. Ja. Ja. Dabei ist hier eigentlich immer recht gut viel Fisch drin in dem See hier. Ja. So. Ein paar Fische fangen wir. Hm.